Damit haben wir eine weitere Loyalitätsmission erfüllt. Okay, ich würde sagen, wir machen dann noch gerade schnell, was wir hier generell noch haben. Die Pflanzenproben finden und die Zutaten. Ich will doch nur eine Pflanzenprobe. Pathfinder, meine Sensoren registrieren eine Andromeda-Pflanzenprobe in der Nähe. Okay, das war Nummer 1. Hier ist noch eine Pflanzenprobe. Pathfinder, meine Sensoren registrieren eine Andromeda-Pflanzenprobe in der Nähe. Jetzt noch hier hinten das.
Ja. Okay, gibt es denn hier noch irgendwas? Okay. Eigentlich nicht. Das heißt, wir können ganz gediegen zurück zur Tempest. Nein, da wollte ich nicht. Verlassen jetzt Haval. Die Brücke gehört Ihnen, Pathfinder. Damit wäre ich jetzt auf Haval soweit eigentlich wirklich komplett fertig. Drake hat gesagt, dass er mit Ihnen reden will. Drake. Wo ist der gute alte Drake? Schauen wir mal nach. Macht dem Pathfinder nicht zu viel Ärger. Ach, Rushan. Mit wem haben Sie geredet? Cash, Nexus-Stationsleiterin. Sie glaubt, sie kann mich rumkommandieren, nur weil sie meine Enkelin ist. Willkommen auf der Tempest. Ärger ist unser Geschäft. Mir gefällt, wie Sie denken, Kleiner. Irgendwo ist mal jemand zusammengezuckt, als ich das gesagt habe. Vermutlich Tan. Verdammter Politiker. Ist das alles, was Sie mitgebracht haben? Wenn die Vorräte knapp sind und man auf sich allein gestellt ist, lernt man, mit wenig auszukommen. Ja. Es war bestimmt keine einfache Entscheidung, die Nexus zu verlassen. Doch, eigentlich schon. Weil es unmöglich war, weiter dort zu bleiben. Nach der Meuterei hatten wir die Wahl, vor Tan zu kuschen oder unsere eigene Kolonie zu gründen. Die Entscheidung war einfach, trotz der Konsequenzen. Mit den Kroganern wäre auf der Nexus vieles anders gelaufen. Wenn wir unter diesen Umständen geblieben wären, hätte das nur zu einer weiteren Meuterei geführt. Hier draußen haben wir viel bessere Chancen, etwas Ordentliches hinzukriegen. Dagegen lässt sich nichts sagen. Ryder, kennen Sie Spender? Aus der Kolonialverwaltung? Diesen Arsch, der sich jetzt stellvertretender Direktor schimpft. Keine Ahnung, wieso Edison ihn nicht längst gefeuert hat. Spender hat während des Aufstands die Kroganer verarscht. Und da hat er es schon immer auf Cash abgesehen. Er hat irgendetwas vor. Ich kann es nur nicht beweisen. Wir sollten ihm auf der Nexus einen Besuch abstatten. Ja, okay. Wir können uns später weiter unterhalten. Klar. Hey, eine Sache noch. Ja. Betrachten Sie jeden als Kleinen? Wenn man bedenkt, wie alt ich bin, ja, so ziemlich. Okay.
sollten wir uns darum eigentlich kümmern? Allerdings werde ich das später erst machen, weil ich jetzt zuerst mal Eladan, denke ich, machen möchte. Ich möchte eine weitere turianische Arche. Turianische Arche, ich meine generell eine Arche. Aber wir erkunden trotzdem noch die Systeme weiter. Vielleicht finden wir noch etwas. Durch unsere Reisen gewinnen wir langsam einen besseren Überblick über die Geißel. Ich frage mich, ob das nur in Helios so ist oder überall in Andromeda. Sonde gestartet. Ich habe etwas gefunden. Ich scanne nach der Strahlungssignatur. Ich empfange etwas. Ach, verdammt. Jetzt aber. Sonde aus. Anomalie gefunden. Anomalie geortet. Sonde unterwegs. Satellit entdeckt. Okay. Signale von dem schwarzen Loch sind unglaublich hier draußen. Das Lied der dunklen Seite der Schöpfung. Anomalie geortet. Ich habe etwas gefunden. Ich empfange etwas. Sonde gestartet. Erhalte Scandaten. Wo ist der Nächste? Da ist der Nächste.
Sollen wir zuerst Eladan machen oder das Schiff des Archons? Schwierige Entscheidung. Am besten schaue ich mir dafür mal die Mission mal kurz wieder an. Elada in eine neue Welt. Ja, komm, ich mache Eladan zuerst. Haben wir immerhin noch eine Kolonie. Vorsicht, es heißt, hier gibt es überall Piraten. Man möchte meinen, dass ihnen irgendwann die Leute ausgehen, die sie bestehlen können. Ich empfange etwas. Zuerst mal wieder erkunden. Ich empfange etwas. Schicke Sonde aus. Anomalie gefunden. Anomalie geortet. Sonde gestartet. Orte ein großes Mineralienvorkommen. Das ist sehr schön. Jetzt noch hier draußen einer und dann kommt Elada an. Oh, ich habe vergessen, die Crew Sam, zu wechseln. Sende Kello den NAV-Punkt, den wir von unserem kroganischen Kontakt haben. Drak, wir landen auf Eladan, um Jorgels Drugs zu treffen. Bin unterwegs. Wo genau ist der Treffpunkt?
In einem Laden namens Paradise, mitten im Nirgendwo, soweit ich das sehe. Kroganer haben eine andere Vorstellung vom Paradies. Das glaube ich gern. Ein Reliktraumschiff? Nein. Nur 41% liegen frei. Ich werde so viele Informationen wie möglich sammeln, Pathfinder. Wer lebt außer den Kroganern noch hier? Plünderer, die nichts zu verlieren haben. Verbrecher, die aus Kadera rausgeworfen wurden. Das wird bestimmt interessant. Ich gehe schon mal zur Kolonie, um die Wogen zu glätten.